So, hallo und herzlich willkommen. Heute könnt ihr miträtseln bei Secret Identity. Das wird ein sehr interaktives Video, denn das ist ein Partyspiel, bei dem wir unseren Mitspielern hier Hinweise auf diese Charaktere geben wollen. Wir haben hier Indiana Jones, Napoleon, Dracula, Christopher Columbus, Pikachu, Bill Gates, Batman und Bambi. Man kann das Spiel mit bis zu 8 Personen spielen. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde und ist ab 10 Jahren empfohlen. Das wiegt ein bisschen was, weil diese Boards hier auch groß sind. Sie sind teilweise magnetisch. Es sind viele Komponenten dabei, viele Piktogrammkarten, viele Charakterkarten. Diese Charakterkarten sind auch immer doppelseitig. Also wir haben hier Kanye West und Kim Kardashian oder hier haben wir Snoop Dogg und Eminem oder Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Das sind also immer Charaktere, die schon in eine ähnliche Richtung gehen. Und ich möchte jetzt meine Mitspieler darauf hinweisen, welchen Charakter ich habe. Ich habe zufällig vorher hier diesen Schlüssel gezogen mit der 3. Das hier ist mein Board, das ich habe. Ich habe hier schon mal die Materialien der anderen Spieler bereitgelegt. Die gucken wir uns gleich an. Ich habe hier 3 rote Bereiche. Das heißt immer Nein, kein Hinweis auf den Charakter, hat nichts damit zu tun, meint das Gegenteil, irgendwie so in der Art. Und 3 grüne Bereiche, ne, da kann ich dann diese Piktogramme gleich reinstecken und dann sage ich damit, das ist ein Hinweis auf den Charakter. Oder wenn ich es hier hinstecke, dann nicht der Charakter, hat nichts damit zu tun. Und das hängt auch immer ein bisschen natürlich davon ab, welche Charaktere hier noch so liegen. Dann gesagt, ich habe jetzt Bill Gates und ich habe jetzt diese 10 Piktogrammkarten, wo immer jeweils 2 Piktogramme drauf sind und die sind auch doppelseitig. Das heißt, ich habe insgesamt 40 verschiedene Symbole zur Auswahl. Ich hoffe einfach mal, dass das mit dem Zoomen jetzt klappt. Ich kann mir jetzt überlegen, was hiervon könnte gut zu Bill Gates passen. Und na, das hier mit der Wissenschaft vielleicht ein bisschen, das ist eigentlich na, zu sehr die falsche Fährte. Ein Computer oder na, eine CD geht schon mal in die richtige Richtung. Kann ich auch mal hier hinlegen. Computer, Schach. Nee, das ist alles noch nicht so wirklich Bill Gates. Oh, Geld. Geld auf jeden Fall. Und Lupe. Ja, ja, das ist schon alles hier ja, schwierig. Aber ich würde auf jeden Fall das Geld hier hinlegen und das bei grün hinlegen, um zu sagen, das ist ein Hinweis auf den Charakter. Von den Charakteren hier ist es auf jeden Fall der reichste. Ich könnte noch eine CD dazulegen, weil man damit ja auch die Software installiert hat, aber es ist natürlich auch niemand hier da, der irgendwie, ja, ne, irgendwie sonst was mit CDs macht. Also das beides zusammen sollte im Kontext dieser Charaktere schon mal ein ganz guter Hinweis sein. Ich dürfte bis zu 3 von diesen Piktogrammen benutzen. Ich dürfte das halt auch hier hinstellen, zu sagen, nee, nichts mit einer CD, kein Musiker. Ich meine, wen anders, der Geld hat. Ne, die Leute müssen das aber so interpretieren, wie sie es interpretieren oder was sie denken, wie ich diese Symbole interpretiere. Und ich würde es jetzt natürlich so machen. Und wie gesagt, ich kann 1 bis 3 von diesen Piktogrammen, also von diesen Karten benutzen. Die sind aber weg und ich kriege keine neuen im Laufe der Partie. Das heißt, am Anfang habe ich natürlich noch eine super Auswahl. In der letzten Runde muss ich dann irgendwie, wenn ich halt 3x3 benutze, in den ersten 3 von 4 Runden, dann habe ich nur noch ein einziges Piktogrammkärtchen über. Und das kann auch schon mal nicht ganz so gut passen. Und deswegen macht es vielleicht, also es ist natürlich immer einfacher, wenn ich wirklich 3 Karten benutze und es damit eindeutig mache, aber ich weiß nicht, was in den nächsten Runden so kommt, hier an Charakteren, wen ich dann habe, ob meine Karten da gut zu passen. Deswegen ist es auch mal gut, in den ersten Runden sparsam damit umzugehen, damit ich dann eben eine Auswahl habe. Und jetzt würde ich das halt eben halt so hier hinlegen, alle anderen würden das quasi dann auch machen und irgendwann sind wir alle fertig. Ich würde auch den entsprechenden Schlüssel hier verdeckt reinstecken, das hier ist nämlich magnetisch, das heißt, die anderen Spieler können dann eben auch ihre Schlüssel da reinstecken und was sie denken, was es ist. Und dann enthüllen wir das quasi alles auf einmal. Aber jetzt würde ich das erstmal dann so hier vor mich legen. Und dann können die anderen Spieler es auch durchaus mal in die Hand nehmen, sich angucken und dann überlegen, was meint er jetzt? Geld und eine CD? Indiana Jones eher nicht. Napoleon wahrscheinlich auch nicht. Dracula nicht. Christopher Columbus nicht. Pikachu als Computerspiel, das viel Geld gemacht hat. Ja, Bill Gates, ja. Batman, na, als Film, der viel Geld eingebracht hat, könnte auch sein. Und Bambi, ja, hat damals nicht ganz so viel Geld eingebracht. Also vermutlich haben die anderen jetzt erstmal die Tendenz, entweder Bill Gates oder Batman, wahrscheinlich eher mit der Tendenz zu Bill Gates, aber man kann sich erstmal die anderen Sachen angucken, weil wenn jetzt irgendwer denkt Batman und gleich legt irgendwer anders was hin, was eindeutig Batman ist, dann weiß man ja schon mal, okay, das wird wahrscheinlich Bill Gates sein. Und dementsprechend könnt ihr jetzt ja mal mitraten. Ich zeige euch einfach mal, was ich hier noch so vorbereitet habe und lege das hier einfach mal hin, zoome ein bisschen ran und ihr könnt jetzt natürlich gucken, im Kontext dessen, was ihr hier schon gesehen habt und natürlich im Kontext mit diesen Charakteren, die hier ausliegen, worauf könnte das hindeuten? Und ich werde das jetzt auch nicht erklären, weil ne, da muss man sich natürlich selber Gedanken drüber machen, wie das zu interpretieren sei. Heißt einfach nur 3x grün,
Das deutet irgendwie auf diesen Charakter hin, wenn man das einzeln oder in seiner Gesamtheit entsprechend interpretiert. Und da könnt ihr jetzt ja vielleicht einfach mal auf Pause drücken in dieser Großaufnahme und euch dann überlegen, wo, oder auch wenn ihr zu zweit vom Rechner oder vom Handy seid, worauf könnte Ben euch mit diesen drei Kärtchen hinweisen? Ist das irgendwie Indiana Jones? Napoleon Bonaparte, soll das Dracula sein? Könnte das Christoph Kolumbus sein? Ist das Pikachu? Dass es Bill Gates nicht ist, wisst ihr schon mal. Dass es Batman ist, könnte sein. Und Bambi ist ja durchaus auch möglich. Also ihr habt jetzt vielleicht zwischendurch auf Pause gedrückt, habt schon mal dann auch das vielleicht schon mal im Kommentar vorbereitet, habt geschrieben, irgendwie rot, denkt ihr, ist die 5 oder ist die 2 oder irgendwie die 8 oder so. Macht das gerne mal, dann bin ich mal gespannt darauf, wie gut ihr ratet. Und jetzt zeige ich einfach mal das nächste. Und zwar ist das weiß und hat auch 3 Karten benutzt, also schon auch recht viel, wird das in der nächsten Runde auf jeden Fall deutlich schwerer, aber vielleicht hatte er keine Auswahl oder sie. Und hier haben wir jetzt, also auch die Symbole soll ich eigentlich nicht erklären, weil ihr müsst die Symbole so interpretieren, was ihr denkt, was es ist. Aber wir sehen hier einen Daumen nach oben, ein Baby und irgendwie so ein Anzug, alles mit Grün, also nicht hier irgendwie was Negatives. Auch da einmal auf Pause drücken und überlegen, was das wohl sein könnte und es gerne in die Kommentare schreiben. Dann gucken wir uns einfach mal das nächste an und auch das letzte gleichzeitig für diese vier Runde. Das sind die anderen Karten, die noch über sind. Auch er hat wieder 3 benutzt. Ich war hier also mit meinen 2 Kärtchen sehr sparsam. Das könnte ein Vorteil sein in den späteren Runden. Und Blau hat jetzt eben diese Symbole hier gewählt. Also irgendwie das, dann das bei Rot, das heißt jetzt nicht, ne? Also hier diese Toilettenschüssel, nein. Und hier so ein Sushi, auch nein. Auch da könnt ihr überlegen, worauf könnt ihr euch das hinweisen? Was könnt ihr ausschließen? Was möchte ich euch damit sagen? Drückt wieder auf Pause, um da kurz drüber nachzudenken. Na, die anderen Spieler haben hier so Schlüssel. Und wenn ich jetzt denken würde, ah, das hier ist doch eindeutig ein Hinweis auf 6, Napoleon Bonaparte, na, dann kann man die hier oben so reinstecken. Ich würde also vielleicht sagen 6, Rot würde sagen, hier ist die 5 und Blau darf nicht. Und er würde vielleicht sagen, hier ist die 3. Und jetzt würden wir das dann gleich aufdecken, nachdem wir das alle gemacht haben. Aber ich kann euch erstmal erzählen, was es ist. Ich kann euch sagen, was das hier bedeuten soll. Und zwar soll das hier sein, nicht Fisch, aber trotzdem Tier. Ne? Da muss man natürlich dann irgendwie drauf kommen. Das hier, Toilette, also ne, hier, das soll erstmal das Grüne, klein. Ne, 2 Pfeile, die auf so einen Strich zeigen, das ist für mich irgendwie das Einzige, wo ich irgendwie darstellen konnte, ich meine was Kleines. Und dementsprechend guckt man schon mal, was ist denn hier klein? Ja, irgendwie Bambi und Pikachu wäre so das, was in Frage kommt. Vielleicht nur noch Napoleon Bonaparte, das kann auch sein. Dann halt so eine Kloschüssel, aber nicht Klo. Damit möchte ich in dem Fall sagen, das ist natürlich sehr weit hergeholt und da muss man erstmal in meinen Kopf kommen, dass es nicht gelb ist, also nicht Pikachu. Und dann hiermit mit dem Fisch meine ich eben auch, ne, ein Tier, aber kein Fisch, sondern eben irgendwie hier so ein Rehkitz. Und das soll halt der Hinweis auf Bambi sein. Bin ich mal gespannt, ob ihr das geschlussfolgert habt. Eigentlich könnte man nur zwischen den dreien hier mutmaßen in meiner Welt, aber ich bin sehr gespannt, was da bei euch rausgekommen ist. Und dann würde man das jetzt einfach umklappen und würde sehen, okay, es war die 1, es war tatsächlich Bambi, hat keiner richtig geraten. Im Normalfall würde jetzt jeder, der richtig geraten hat, einfach einen Punkt bekommen und hier vorangehen. Und derjenige, dessen Board das hier ist, ne, für jeden, der richtig geraten hat, würde der dann entsprechend Schritte vorgehen. Also maximal bis zu 3, wenn es alle richtig gehabt hätten. Jetzt wäre es aber einfach gar kein Schritt. Ne, dann würde man auch die Piktogramme hier abwerfen, man bekommt keine 9, die Schlüssel gehen an die Leute zurück und auch dieser allgemeine Schlüssel kommt wieder in die Mitte in den Vorrat für die nächste Runde. Dann würden wir halt gucken, was wir hier haben. Hier haben wir also einen Anzug, eine Hand und ein Baby. In meiner Welt heißt es einfach, jemand Kleines und eine Hand und ein Anzug, ne, das kennen wir ja, die Hand in den Wrack, in den Anorak, in die Uniform ist es ja bei ihm. Das ist natürlich Napoleon Bonaparte, ne, die 6. Und jetzt seid ihr in meinem Kopf drin, das heißt, jetzt wisst ihr natürlich genau, was ich hiermit meinte. Ne, hier 1, hier so ein Weg, eine Reise, hier eine Welt, das kann doch natürlich nur Christoph Kolumbus sein. Das war natürlich völlig klar, das werden wahrscheinlich auch alle von euch rausgefunden haben. Aber auch hier würden jetzt einfach diese 3 Karten abgeworfen werden. Der Spieler würde keine neuen Karten bekommen. Wir würden die jetzt entweder austauschen oder auf die Rückseite drehen, wobei das natürlich immer sehr ähnliche Charaktere sind. Daher würde man, also ich bin natürlich auch mal faul bei solchen Spielen, freue mich, wenn es solche Mechaniken gibt, wo man einfach umdrehen kann, aber da es dann in eine sehr ähnliche Richtung gehen würde und wir die gleichen Karten zur Verfügung haben, dadurch wird es auf jeden Fall nicht leichter, aber jetzt würden wir hier neue Karten auslegen, zum Beispiel, gehen wir mal mit rein, Jackie Kennedy,
Cleopatra, Peter Pan oder eben der Unsichtbare, Albert Einstein oder Forrest Gump, Freddie Mercury oder David Bowie, Katniss Everdeen oder Mad Max, Catwoman oder der Joker, Hercules oder Thor. Und damit würden wir jetzt einfach die nächste Runde spielen. Es gibt keine neuen Piktogramme. Wir müssen die nehmen, die wir haben. Das sind natürlich wenig Karten, in der Summe immer noch insgesamt viele Symbole, aber je weniger Auswahl wir haben, umso schwieriger. Und das heißt, in Runde 1 kann man sich noch sehr genau darauf verlassen, dass die Leute auch ungefähr das hinbekommen, was sie wollten. In Runde 4 muss man dann schon ein bisschen interpretieren und wirklich genau überlegen, worauf könnte er uns hinweisen, wie könnte er da denken. Und da muss man teilweise echt abstrus denken, damit man irgendwie noch einen vernünftigen Hinweis hinbekommt. Also Bill Gates hätte ich das Dollarsymbol nicht gehabt, nur mit der CD. In dem Kontext hier hätte das geklappt. Wenn da noch ein Musiker beigelegen hätte, dann hätte die Welt schon wieder ganz anders ausgesehen. Man kann das Ganze auch in einer kooperativen Variante spielen. Dann nimmt man einfach 17 Charakterkarten, legt die aus. Jede Runde ist irgendein anderer Spieler. Derjenige, der seinen Mitspielern versucht, irgendwas zu erklären, dann zieht er einfach hier zufällig einen Schlüssel, hat auch 10 Piktogrammkarten, versucht dann jetzt in dem Fall hier die 2, den Joker mit seinen Piktogrammkarten zu erklären, zieht natürlich auch keine nach, es wechselt einfach jede Runde und wir wollen halt nach insgesamt 10 Runden dann so viel wie möglich richtig geraten haben oder richtig getippt haben. Dafür gibt es hier hinten so eine kleine Wertungsskala. Wenn man halt wirklich alle 9 bis 10 richtig hat, dann ist von der höchsten Kategorie, und wenn man nur 0 bis 2 geschafft hat, dann heißt es, ist da jemand, also soll man es gerne nochmal spielen. Und wie gesagt, das Spielkonzept an sich kennt man jetzt schon aus Crazy Picks oder Crazy Words. Auch da gibt man irgendwie Hinweise und dann müssen, und dann liegen da halt viele Sachen aus. Die anderen Leute müssen das Ganze zuordnen. Oder auch bei Similo zum Beispiel hat man das auch, dass man Karten einmal auf die Anweise hinlegt. So, ist genau ein Hinweis auf das Objekt oder ist kein Hinweis auf das Objekt oder die gesuchte Person, den Gegenstand. Und dann müssen da die anderen eben gemeinsam raten. Aber das funktioniert, finde ich, sehr gut. Das macht durchaus Spaß, sich hier irgendwas Kreatives auszudenken. Ist auch so ein bisschen wie bei Concept, nur eben anders und nur mit Personen. Es wird auch in der Anleitung auf jeden Fall empfohlen, wenn ein Mitspieler, eine Mitspielerin irgendeinen dieser Charaktere nicht kennt, dann tauscht die Karte aus, dreht sie um. Es kann ja sein, dass ihr wirklich mit jemandem spielt, der hat keine Ahnung, was ein Kim Kardashian ist, und dann hilft ihm auch nicht irgendwie Kanye West oder so, aber Meryl Streep hat die Person dann wahrscheinlich schon mal gehört oder irgendwie Pooh der Bär und kann sich daraus drunter vorstellen. Also da ist Gott sei Dank genug, außer es gibt jede Menge Karten dabei. Insgesamt 150 doppelseitige Charakterkarten, also 300 verschiedene Charaktere, und es gibt 90 Piktogrammkarten mit jeweils 4 Piktogrammen drauf, da ist also auch sehr viel Auswahl bei. Und ja, mir macht das Spiel durchaus Spaß, wie gesagt, dadurch, dass die Komponenten so ein bisschen hochwertiger sind und das Spiel an sich halt auch ein bisschen schwerer ist dadurch, ist es nicht ganz so preiswert, wie man das sonst von solchen Spielen kennt, aber ich finde, das macht auf jeden Fall durchaus Spaß. Das ist ein Spiel, das man durchaus dann eben auch Weihnachten, Silvester, an Geburtstagen spielen kann. Es ist ja bald Ostern, auch da werde ich dieses Spiel mit nach Hause nehmen und mal gucken, ob wir da so eine Familie Runde zusammenbekommen, wo wir halt auch das mit ein paar mehr Leuten spielen können. Und dann werde ich euch da im Gezockt nochmal berichten, wie es da dann angekommen ist. Und jetzt habt ihr es einmal gesehen, konntet quasi direkt live aktiv einmal mitspielen, habt einen Eindruck davon gewonnen, ob das ein Spiel für euch ist oder nicht. Wenn ihr es euch zulegt, ihr es verschenken wollt, dann könnt ihr es gerne über einen der Partnerlinks unten in der Infobox bestellen. Dann kriegt der Kanal dann noch eine kleine Provision für. Dafür sage ich schon mal vielen Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr das erste Mal hier seid, auch gerne den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken, bis bald und tschüss!